20. Oktober. Ich mag Fräulein Höfner. Sie ist dick, erinnert durch ihr Aussehen an eine Köchin, doch ich muss mich vor ihr nicht fürchten. Ich tue alles, ihr zu gefallen. Sie hat Haare wie Stroh, rote Wangen, blaue Augen, einen mächtigen Vorbau und kleine, dicke Finger, die mich an Würste denken lassen. Ich lernte von ihr, die besten Komponisten seien alle Deutsche gewesen, und sie zitierte einige Namen. Vorläufig darf ich nur 5 Fingerübungen und Tonleitern spielen, was mir eine Qual bedeutet. Mama erwähnte etwas von mütterlicher Ausstrahlung und dass sie es nicht leicht hätte. Papa hat sie wohl noch nicht gesehen, also weiß ich nicht, was er dazu sagen würde. Obwohl er nichts dagegen hat, wenn ich Musikunterricht erhalte, ist er der Auffassung, Musik wäre albern. Er könne sowieso keine Melodie von der anderen unterscheiden. Wenn er zu Hause ist, dürfen weder Mildred noch ich üben. Es mache ihn nervös. Er könne aus diesem Grunde dann nichts mehr lesen.